Herzlich willkommen beim Frankfurter Ring und unserem einmaligen, einzigartigen, fantastischen Abend, den wir heute für euch geplant haben, wo Medialität und Heilarbeit im Doppelpack serviert wird. Zwei Top-Mentoren für ein gemeinsames Projekt haben wir zusammengebracht. Sie werden sich auch erstmals zu diesem Projekt live in Frankfurt begegnen. Aber wir beim Frankfurter Ring kennen beide schon einige Jahre, und zwar live sowie online. Und sehr schnell haben wir erkannt, dass es wunderbar wäre, wenn die zwei sich kennenlernen würden. Das haben sie in der Zwischenzeit auch online. Und noch besser, wenn sie mal etwas gemeinsam hier in unserem Rahmen unterrichten würden. Und es hat funktioniert. Heute Abend ist die Premiere eines Zoom-Abends, eines Gratis-Abends, den ihr gebucht habt und zu dem ihr auch live dabei seid. Vielen Dank. Ihr habt den Vorteil, dass heute auch Fragen möglich sind. Die sind im Chat hier offen. Wenn ihr also Fragen habt, bitte in deutscher Sprache formulieren. Und wenn es eine spezifische an einen der Herren ist, dann bitte immer den Namen Frage für Mikkel, Frage für Achim dazu schreiben. Wir werden natürlich Mikkel, da er Englisch sprechend ist, diese Frage erstmal ins Englische übersetzen. Und dann geht es auch wieder retour für euch ins Deutsche. Wie gesagt, ja. Das Ganze wird aufgezeichnet. Genau. Und heute Abend werden wir einen kleinen Ausblick in das Programm natürlich auch geben, was euch live in Frankfurt erwartet. Es gibt noch freie Plätze, auch wenn es jetzt im Moment noch so aussieht, das Paket ist schon ausgebucht. Bitte lasst euch davon nicht irritieren. Erstens gibt es eine Warteliste, dann tragt euch in die Warteliste ein, wenn ihr Freitag bis Sonntag teilnehmen wollt. Und zu jedem einzelnen Block, bis auf einen Block, könnt ihr sowieso Einzelkarten noch buchen. Klingt erstmal kompliziert, ist aber ganz einfach, wenn man sich ein bisschen Zeit für die Webseite nimmt. Und ihr bekommt auch hier im Anschluss morgen Abend die Aufzeichnung von dem heutigen Abend mit allen Terminen und Links nochmal zum langsam Nachlesen. Also, tutto completo, das Wohlfühlpaket ist dann auch unterwegs. Und jetzt bitte ich erstmal die beiden Herren so ganz, bevor ich sie dann auch vorstelle, schnell ins Bild zu kommen, damit ihr sie auch seht. Ich nehme jetzt erstmal Mikkel Lizaralde dazu. Dear Mikkel, you are the Hallo! Alle wieder da? Ja, alle sind wieder da, unser Mikkel. Spricht ein vorzügliches Englisch, aber er lebt an sich in Spanien und ist dort die Nummer eins. Überhaupt im ganzen spanisch sprechenden Raum ist er eine bekannte Größe und ein wirklich faszinierender Lehrer auch für Medialität. Nicht nur, dass er ein fantastisches Jenseitsmedium ist mit vielen konkreten Durchgaben, das haben vielleicht auch hier von euch etliche erlebt. Aber er hat auch noch einen zweiten Schwerpunkt, das ist die mediale Sterbebegleitung, Vorbereitung, Begleitung von Sterbenden. Ein fantastisches zweites Gebiet, wo es wirklich keine anderen im Augenblick gibt, die das so wie er unterrichten. Aber nicht nur das, ja, er gehört zu den wenigen, die wirklich von Kindheit an dieses Talent schon hatten. Das wurde ihm in die Wiege quasi gelegt. Und viele wundervolle und fantastische Erlebnisse hat er in einem leider nur spanischen Buch mal niedergeschrieben. Alleine das lohnt sich mal zu übersetzen. Aber es gibt Gott sei Dank auch ein deutsches Buch. Ich zeige es mal schnell hier. Das ist kürzlich erschienen. Und wenn jemand also Interesse hat, sich, another copy, sich mit dem Thema Medialität tiefer auseinanderzusetzen, das ist quasi ein Lehrbuch. Und ich weiß von einigen, die das Buch schon sehr empfohlen haben, die selbst Medien sind und Heiler und sagen, das ist wirklich eine kleine Kostbarkeit. Im Alinti Verlag erschienen, auf unserer Webseite seht ihr das.
So, das war in Kürze Mikkel. And now we will ask our dear friend Achim also to come here at our side. Achim, I will put you here in our pictures of us three. Jetzt ist er da. Achim, herzlich willkommen, dass du auch da bist. Frisch aus dem Schwarzwald, oder? Ja, du kannst jetzt ruhig dein Mikro anmachen. Du bist auch sonst nicht zu hören. Du strahlst zwar wie die Sonne, aber wir würden gerne nochmal dein Mikrofon. Ah, okay, du kannst es im Moment nicht freischalten. Okay, da habe ich eine Idee, wie ich das mache. So, jetzt guck mal, ob du jetzt kannst. Ah, ja. Hello everybody. Und, okay, wir wollen ihn ja auch zum Sprechen bringen, nicht nur zum Heilen. Ja, Achim, gell, wir sind auch schon lange zusammen aktiv in den letzten Jahren. Immer wieder kommst du auch nach Frankfurt, nicht nur online, sondern über die ganzen letzten Jahre auch immer wieder hier. Du bist ein hochtalentierter Heiler der neuen Generation, haben wir das genannt. Auch jemand, der eine Spezialität hat, nämlich die geistige Chirurgie und das auf eine ganz eigene Weise. Über das werden wir sicher auch kurz noch sprechen. Eigentlich hat alles mit deiner Tätigkeit als angefangen, als du noch Schreiner warst und dann diesen Unfall, deine Rückenproblematik, all das hat dich auf einen ganz anderen Weg gebracht. Und so wurde das Handwerk auf eine andere Weise dann durch dich ausgeübt, nachdem du eine Begegnung hattest, noch mit einem englischen Heiler und das Feuer in dir, der das Feuer in dir entfacht hat. Viele Auslandsaufenthalte. Ich erinnere mich, dass du auch in Brasilien gelebt hast. Begegnung sicher auch dort mit den Heilern. Und gerade kürzlich warst du in Indien und bist auch mit den Heilweisen dort natürlich und der Meditation in Kontakt. Und natürlich auch dein starker Christusbezug, der ist auch immer spürbar. Heute Abend werden wir auch noch ein Highlight von dir erleben. Das ist so ein kleiner Heilkreis, den wir am Ende des Abends miteinander alle machen wollen, eine Heilmeditation. So, now, dear friends, I just shortly introduced you both, and in order that Mikkel understands what I said, I'm just repeating, but we have our Silke, here at our side. Wir haben unsere liebe Silke wieder eingeladen, die ist auch Stammübersetzerin für Mikkel und toll, dass du jetzt auch noch für Mikkel übersetzen wirst. Okay, so Mikkel, I give the word first to you, if everybody is fine with that, and you can start maybe with a short intro. Mm-hmm. Guten Abend, alle. It's truly a pleasure to be here tonight with all of you. Es ist mir wirklich eine Ehre, heute Abend mit allen von euch hier zu sein. Well, I've been a medium since I can remember. Ich bin, seit ich denken kann, schon ein Medium. Yeah. It hasn't been easy, let me tell you that. Und ich kann euch sagen, das war nicht einfach. I come from a little village of 6,000 inhabitants. Ich komme aus einem kleinen Dorf mit 6,000 Einwohnern. And I grew up between my village and my mother's farm, Bauernhof. Und ich bin tatsächlich aufgewachsen zwischen dem Dorf und dem Bauernhof von meiner Mutter. In a very Roman Catholic, old school, traditional environment. Also in einer Umgebung, die sehr römisch-katholisch geprägt war, sehr altmodisch, traditionell geprägt war und auch sehr streng. I'm the last of four kids. I came as a surprise when my mother was 40, my father was 41. Und ich bin das letzte von vier Kindern. Ich war quasi das Überraschungskind. Meine Mutter war bei meiner Geburt 40, mein Vater 41. I was the Kinder surprise. Also ich war die Kinderüberraschung. And of course I didn't expect this kid to start talking about deceased relatives and talking about the future and predicting things that were going to happen. Locally, nationally, in the family, etc.
Und natürlich haben meine Eltern nicht erwartet, dass sie ein Kind haben, das über geistige Wesen spricht, das beginnt, über die Zukunft zu sprechen, über Dinge, die national, lokal passieren würden, in der Familie passieren würden. You know, it wasn't easy for me to make amends with my gift. Also es war für mich recht schwierig, mich mit meinen Gaben auszusöhnen. Up until I was 23 and I was able to travel to Canada and get some proper training. Bis ich dann 23 Jahre alt war und da in der Lage war, nach Kanada zu reisen und dort eine ordentliche Ausbildung genießen zu können. Yeah, I didn't understand my gift. Bis dahin hatte ich meine Gabe überhaupt noch gar nicht richtig verstanden. I didn't know how to control it. I didn't know well how to use it. Ich wusste nicht, wie ich sie kontrollieren konnte. Ich wusste auch nicht, wie ich sie richtig anwenden konnte. And this is a must. Und das ist natürlich etwas, was man wirklich haben muss für diese Fähigkeit. We are all born with gifts. Ihr alle habt ja oder seid geboren mit diesen Gaben. Yeah, we are all born with spiritual gifts. Wir alle sind mit spirituellen Gaben geboren. We are all born with the basic gifts of clairvoyance, clairaudience and clairsentience. Also wir alle sind mit den grundlegenden Gaben des Hellsehens, des Hellfühlens und des Hörens geboren. You know, and we can all learn, we can all develop to tap into the energy, to get into an altered state of mind and to be able to tap into the spirit world. Wir alle können also lernen, wie wir uns oder wie wir diese Energie anzapfen können, wie wir uns verbinden können mit dieser spirituellen Energie und wie wir quasi auf die andere Seite kommen energetisch. The spirit world is always there for us. The spirit world wants to communicate. Und die geistige Welt ist jederzeit für uns da und will auch immer mit uns kommunizieren. They want to say, hey, I'm not bad. Hey, I'm here with you. I'm helping you out. Und tatsächlich rufen die auch manchmal, hey, hör mal, ich bin gar nicht tot, ich bin hier. Ich bin hier für dich und ich möchte dir helfen. We just have to learn how to rise up our vibration and vibrate or be in the same state of consciousness. Alles, was wir lernen müssen, ist einfach unsere Schwingung zu erhöhen und in demselben Raum des Bewusstseins zu sein. Prayer, Meditation, breathing techniques. Dabei können uns unterstützen Gebete, Meditation, Atemtechniken. And things like healing do help us a lot to help us rise up our vibration and get acquainted with the spirit vibration. All diese Dinge helfen einfach, dass unsere Schwingungen sich erhöhen und dass wir Bekanntschaft machen können mit der geistigen Welt, indem wir unsere Schwingung erhöhen. You see, growing up, I didn't know all of this. Also, als ich aufgewachsen bin, habe ich das alles natürlich noch nicht gewusst. I didn't even know the word medium. I didn't even know what it meant. Ich habe noch nicht mal gewusst oder das Wort Medium gekannt und vor allem schon gar nicht, was es überhaupt bedeutet. And my channels were really, really open. Meine Kanäle waren wirklich sehr, sehr offen. Whenever I would say something, whenever I would predict something. Immer dann, wenn ich etwas gesagt habe, immer dann, wenn ich etwas vorhergesagt habe. My loving parents did not understand the phenomena. Dann haben meine wirklich liebevollen Eltern dieses Phänomen überhaupt nicht verstehen können. And they got really afraid. Und die haben wirklich Angst bekommen. First of all, they thought what the people might think of me, what the people in town might do to me. Und als allererstes haben sie sich natürlich Sorgen darüber gemacht, was die Leute über mich denken würden, was die Leute in unserer kleinen Stadt von mir halten würden. And they were also afraid about the spirit world because they thought that the spirit world would do something to me, that it would harm me. Und natürlich hatten sie auch Angst vor der geistigen Welt, denn sie befürchteten, dass die geistige Welt mir etwas tun würde, mir etwas antun würde. Can you imagine that this neighbor of us comes into our home? They were looking for salt or sugar or pepper, something they didn't have in their home. Könnt ihr euch vorstellen, da kam dieser Nachbar von uns, der kam zu uns nach Hause, wollte sich irgendwas ausleihen, Zucker, Salz oder Pfeffer, irgendwas, was ihm ausgegangen war? I don't remember, but I remember looking at him and seeing his heart become of a stone, become really hard, like a real stone.
Ich weiß nicht mehr, was er wollte, aber ich kann mich erinnern, dass ich sein Herz gesehen habe und richtig gesehen habe, wie sein Herz zu Stein wird. Damit meine ich richtigen Stein. And I remember telling him, oh, you should go to see the doctor because your heart is very, very hard and it looks like a stone. Und ich habe zu ihm gesagt, du solltest wirklich mal zum Arzt gehen. Dein Herz, das ist sehr, sehr verhärtet. Das sieht aus wie ein Stein. And I repeat, I must have been like 5 or 6 years old. Und ich sag's nochmal, ich war zu dem Zeitpunkt vielleicht so 5 oder 6 Jahre alt. Nobody paid any attention to what I was saying back then. Und keiner hat dem, was ich damals gesagt habe, irgendwelche Beachtung geschenkt. They was just thinking I had a lot of imagination. I was making, you know, no sense. Die haben einfach gedacht, das ist ein Kind mit viel Fantasie und das, was das Kind erzählt, das ergibt gar keinen Sinn. But 2 days later, that same neighbor on their way to their work. Und am selben, also 2 Tage später, hat dieser selbe Nachbar auf dem Weg zur Arbeit had a massive heart attack and passed away. Hatte tatsächlich einen Herzinfarkt und ist daran gestorben. So I used to blame myself because I never understood it was really spirit that was giving me that information. I thought that I was making it happen. Und dann habe ich mir die Schuld gegeben, weil ich nicht verstanden habe, dass die geistige Welt mir diese Information lediglich gegeben hat. Ich war der Meinung, dass ich derjenige war, der das Ganze verursacht hat. Yeah, and if I hadn't said it, it would have never happened. Und ich dachte auch, wenn ich ihm das nie gesagt hätte, diesen Nachbarn, dann wäre all das gar nie passiert. So throughout the years I had many experiences like that. Und über die Jahre hinweg hatte ich ganz viele Erfahrungen, so wie die, von der ich euch gerade berichtet habe. And when they did come to happen, because they did, because when spirit says something, it's always the truth. Und wenn das dann auch tatsächlich eingetroffen ist, und es ist eingetroffen, denn wenn die geistige Welt etwas sagt, dann ist es immer die Wahrheit. Then I would blame myself and I started to shut down. Und wenn dann etwas geschehen ist, dann habe ich mir selber die Schuld gegeben und das war dann der Punkt, wo ich mich auch zurück in mich zurückgezogen habe. But something would happen in different ages of my life that would bring me back to the stage, so to say. Aber dann ist in meinem Leben immer wieder irgendetwas passiert, was mich dazu gebracht hat, die Kanäle wieder aufzumachen. And I got kind of in a way used to being on the spot. Und es ist dann einfach so gekommen, dass ich immer derjenige war, quasi der im Mittelpunkt stand, der, auf was, den sich alles gerichtet hat. It wasn't easy for my family, it wasn't easy for me. Das war für meine Familie und auch für mich nicht einfach. My mother had a way of asking me to pray whenever I had a vision, whenever I would say something. Meine Mutter hatte so eine Art, mich darum zu bitten, zu beten, immer dann, wenn ich eine Vision hatte, wenn ich etwas gesehen hatte. Yeah. She would say, oh, let's go pray to the Virgin Mary. Und sie sagte immer, komm, lass uns zur Jungfrau Maria beten. She's going to help you. Sie wird dir helfen. So I learned in my little mind. Und so habe ich in meinem kleinen Verstand gelernt, that if I told my family that while I was praying, I had the impression that, dass wenn ich zu meiner Familie sage, dass während ich gebetet habe, ich den Eindruck hatte, dass, then it would be okay. Then I wouldn't be so afraid. Also, dass ich das, diese Vision während des Betens hatte, dann würden die nicht so viel Angst haben. Das habe ich sehr schnell verstanden. And it did help out. Und das hat dann auch tatsächlich geholfen. Especially for my parents. Insbesondere für meine Eltern war das gut. But I was never really able to like control it and understand it, fully understand it. I thought that I was to blame because things happened just because I said they were going to happen. Und ich habe also das nie richtig kontrollieren können. Ich habe es auch nie vollkommen verstehen können. Ich dachte immer, dass die Dinge nur deshalb passieren, weil ich sie gesagt hatte. Yeah. And of course, when you're a teenager, you want to be like everybody else. And there were different parts of my life where I just didn't want to have anything to do with mediumship. I wanted to be everything but a medium.
Und natürlich, dann wurde ich ein Teenager. Und wie es bei Teenagern so ist, da will man ja wie alle anderen auch sein. Also es gab bestimmte Punkte in meinem Leben, wo ich überhaupt gar kein Medium sein wollte. Alles andere, bloß kein Medium. I tried to suppress this, to suppress it, I tried to oppress it. Also ich habe es versucht zu unterdrücken. Ich habe es versucht, ja, wegzudrücken. But I got the opposite reaction. Was aber passiert ist, ich hatte genau die umgekehrte Reaktion. The gift came up stronger. Meine Gabe wurde dadurch nur noch stärker. Funny enough, when I opened up and came out of the closet in a spiritual way, Und was dann lustigerweise passiert ist, als ich mich geöffnet habe und quasi zugegeben habe, also auf spirituelle Art und Weise, was meine Gabe war, my entire family opened up. hat sich auch meine gesamte Familie dafür geöffnet. And we are a very large Roman Catholic, good Catholic family. Ja, und wir sind eine sehr große, gut römisch oder gut katholisch, sagt man im Deutschen, gut katholische Familie. Good Catholic. Everybody without exception had some interest in one way or another at some point of their life of a mediumship, and they all started respecting me and accepting me. Also es war tatsächlich so, dass jedes einzelne Mitglied aus unserer Familie früher oder später im Leben irgendwann mal an einer Station war, wo er sie die Hilfe eines Mediums gebraucht hat. Und alle haben dann tatsächlich angefangen, mich zu respektieren. That's when I understood that this was my mission, that I could never get away from it, I could never hide it. Und das war dann der Punkt, wo ich verstanden habe, dass das meine Mission ist, dass ich mich davon nicht würde lösen können und dass ich es auch nicht verstecken würde können. So I made a pact with the spirit world. Und da habe ich dann mit der geistigen Welt einen Pakt geschlossen. I asked them to give me the information in a way that I can understand and in a way that I can handle it. Und da habe ich die geistige Welt gebeten, mir die Informationen so zu übermitteln auf eine Art und Weise, wie ich sie verstehen kann und wie ich auch damit umgehen kann. And that I, in exchange, und ich würde im Gegenzug would work harder myself and work harder on getting a better, becoming a better person, having a better connection with my gift. Habe versprochen, dass ich hart an mir arbeiten würde, um eine bessere Person zu werden, ein besserer Mensch zu werden und eben auch meine Gabe noch zu erweitern. And that led me, between other things, into studying the phenomena, into studying psychology, into studying the spiritistas, world religions. Also das hat dann einfach dazu geführt, dass ich mich mit verschiedenen Phänomenen beschäftigt habe, dass ich mir die psychologische Seite angeschaut habe, dass ich mich für Spiritisten interessiert habe und auch die Weltreligionen studiert habe. Because you want to become the best tool that you are, you want to be of service. Weil man will ja am Ende das beste Werkzeug sein, das man bekommen oder werden kann, denn man möchte den anderen ja auch dienen. And that brought me here. That brought me here to you. Und all das hat mich hierher gebracht, hat mich zu euch gebracht. When I really started praying to God and to the spirit world. Als ich wirklich angefangen habe, zu Gott und zur geistigen Welt zu beten. Praying, but not asking for things. Also, ich habe gebetet, aber nicht, indem ich um Dinge gebeten habe. Praying, how can I be of service? How can I be your instrument? In meinen Gebeten ging es eher darum, wie kann ich anderen dienen? Wie kann ich zu einem Werkzeug Gottes werden? Then new opportunities opened up. Und ab da haben sich dann neue Möglichkeiten für mich eröffnet. And I started visiting Canada more often and Colombia and the Bahamas and of course Germany. Und da habe ich dann eben angefangen, auch in andere Länder zu reisen, zum Beispiel Kolumbien und die Bahamas und natürlich auch Deutschland. And of course, it's truly a pleasure to be able to just share a little bit about me and to let you know about the spirit world. Und es ist natürlich wirklich eine Ehre, so ein bisschen von meiner Geschichte mit euch teilen zu dürfen und natürlich auch was über die geistige Welt teilen zu dürfen. You can't run away from who you are.
Letztlich kann man nicht davon wegrennen, wer man wirklich ist. Because wherever you go, denn wo immer du auch hingehst, there you will be. Da nimmst du dich selbst mit hin, da bist du dann auch. So we have to learn how to integrate that part of us, that holy part of us, because we are all human, but we are all holy, we are all divine sparks. Es geht also einfach darum, diesen heiligen Anteil von uns zu integrieren. Wir sind alle Menschen, menschlich, aber wir sind eben auch alle heilig. Und es geht wirklich um diesen spirituellen Anteil von uns, den zu leben. We're not accidents. We're not here by coincidence. Wir sind alle keine Unfälle, dass wir hier sind. Wir sind auch nicht alle zufällig da. Jeder einzelne von uns hat einen Pakt geschlossen. So where can I assist you? Where can I help you? Und die Frage ist eben, wie kann ich euch dienen? Wie kann ich dir, wie kann ich euch helfen? But also, how can you enrich me? How can you help me? This is the basics of every relationship, I would say. Gleichzeitig geht aber auch die Frage, wie könnt ihr mir helfen? Wie könnt ihr mich bereichern? But und das ist die Grundlage jeder einzelnen Beziehung. But when you integrate the spirit, when you allow them to guide you, there's no end into the delight that they can bring for you. Wenn ihr es schafft, die geistige Welt in euer Leben zu integrieren, dann werden die frohen Begegnungen, die frohen Ereignisse kein Ende nehmen. Und ich kann euch sagen, es ist entzückend, mit ihnen zusammen zu sein. So I'm gonna give it over now to Achim. Und jetzt gebe ich das Wort auch schon an den Achim. Enough about me, now it's Achim. Von mir habe ich genug geredet, jetzt geht es um den Achim. Danke, danke. Hallo zusammen und ja, es freut mich auch hier zu sein und auch einen Teil davon von diesem Abend übernehmen. Ja, vielen Dank an Michael, das ist toll, was er alles erzählt hat. Und ja, ich habe viele Gemeinsamkeiten herausgefunden. Genau, ich war auch einer oder der Jüngste aus der Familie, habe noch zwei ältere Brüder, auch ein Nachzügler, auch ein Unfall, naja, nicht vorhergesehen. Genau. Und auch die anderen waren auch 7 bis 10 Jahre älter wie ich. Genau. Und ich weiß es nicht, wie es dir so ging, als du hier auf diesen Planeten gekommen bist. Vielleicht kannst du ja auch mal in den Chat schreiben, irgendwo Milchstraße, irgendwo links falsch abgebogen und dann hier auf diesem Planeten. So fühlen sich heute ja auch manche hier. Und bei mir war es in meiner Kindheit auch so. Ich kann mich jetzt noch auch daran erinnern, dass ich schon auch gerne Zeit für mich alleine verbracht habe, ne? Auch viel, wir waren viel draußen, auch im kleinen Ort aufgewachsen, 1500 Einwohner in kleinem Dorf und wir waren eigentlich ständig im Wald, glaube ich. Ja, ich war der Jüngste in meiner Familie, aber ich habe noch einige Cousins gehabt, die gleich alt waren wie ich und so war da schon sehr viel los und damals, ne, noch nicht hier in diesen Zeiten ohne Handy, ohne Computer. Drei Programme kannst du dir vielleicht auch noch vorstellen, wie es damals war im Fernsehen, hat man seine Zeit draußen verbracht. Und ich glaube, das war auch schön, einfach auch die Natur dann so zu erleben, draußen im Wald, draußen in der Freiheit. Es war nicht immer so einfach bei uns, ne, mit unseren Cousins, die so alle 5 zusammen waren, im gleichen Alter, da wurde auch viel gerauft und da hat man einfach sich so auch entwickelt. Und gut, so wie es Michael jetzt vorher erzählt hat, so direkt kann ich mich da nicht mehr so dran erinnern. Ich höre es halt noch von Erzählungen, wie das bei mir war, dass ich doch ein bisschen anders war wie die anderen, ein bisschen sensitiver wahrscheinlich, ein bisschen wahrnehmender, auch manchmal Sachen, Fragen gestellt haben, hab, wo andere nicht so gemacht haben. Aber ich glaube, das ist der normale Weg von so einem Kind, ne? Wenn man dann 1-2 Mal von den Eltern dann gehört,
bekommt auch, das ist deine Vorstellung, was stellst du dir vor? Da ist doch nichts, wir sehen doch auch nichts. Dann macht man automatisch seine Sinne nach außen, die eigentlich als Kind noch sehr nach innen auch gelenkt sind. Die innere Sinne, die wir wahrnehmen, wie natürlich das Fühlen, auch das Sehen, die anderen Welten, nicht das Materielle, auch das Feinstoffliche. Und so ist es bei vielen heute natürlich, ne, dass wir das in der Kindheit verlernen oder uns das abgewöhnen, weil einfach dann das Leben einfacher funktioniert oder wir dann nicht so als Außerirdischer gesehen werden von den anderen. Wir passen uns natürlich an, klar. Und doch wird es dann so sein, dass irgendwann irgendwas mal hier an die Tür wieder klopft und sich bemerkbar macht. So war es bei mir und komischerweise dann auch mit 23, wie ich gerade auch gehört habe, wo es mir nicht mehr so gut ging in meinem Leben. Klar, ich hatte meine Kindheit, ich hatte meine Jugend. Das ist alles, was man so macht, wenn man hier im Dorf aufwächst. Klar, ich war damals auch wahrscheinlich kein Engel, habe meine Erfahrungen gemacht, habe viel ausprobiert. Klar, und das ist natürlich heute auch, man weiß einfach, wie das Leben dann auch funktioniert. Genau. Aber wo es dann weiterging, eine handwerkliche Ausbildung gemacht und so, wie sich das alles entwickelt hat, irgendwann ging das Leben nicht mehr so weiter. Mir hat irgendwas gefehlt. Irgendwas war nicht da. Irgendwas, was ich wahrscheinlich auch vermisst habe. Man versuchte sich natürlich abzulenken, ja, seine Jugend zu leben, Partys zu machen, auch ja, natürlich was auszuprobieren. aber es war doch was in mir drin, wo heraus wollte. Und so war es zuerst bei mir. Ich war eigentlich noch nie so richtig an diesem Platz angekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Man könnte schon dann auch sagen, dass es meine Seele war, die mir was zu verstehen zu geben wollte und mir sagen wollte, na, da gibt es noch mehr hier auf dieser Welt, wie nur das, was man so direkt vor den Augen sieht, nur das, was die anderen einem vormachen und was man so nachmachen kann. Problem ist natürlich immer, man hat natürlich seine Persönlichkeit noch, die natürlich das Gewohnte, was man so vorgelebt bekommt auch, seine Angewohnheiten und so. Die Persönlichkeit fühlt sich da sicher in allem, was gewohnt ist. Ne? Und so macht man das immer weiter, weil es einfach gewohnt ist, weil es einem sicher vorkommt. Und so kann man schon auch mal über seine Grenzen gehen. Ja, ich habe damals übersehen, dass ich sehr wahrnehmend war, dass ich sehr sensitiv war. Ne? Sensitiv ist ja manchmal auch ein Ausdruck für einen Mann oder ein junger Mensch, ein männlicher Mensch, das man nicht so gerne hört. Ne? Der ist wahrnehmend, der fühlt und so. Und das versucht man immer ein bisschen auch zu verstecken. Aber doch war das sehr in mir drin. Ja, ich habe dann auch Erfahrungen gemacht, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe im Rettungsdienst. Da war das erste Mal wieder, wo ich das erfahren habe, dass mir sowas auch Spaß macht. Nicht nur der handwerkliche Beruf, nicht nur irgendwas zu machen, auch die Menschen wahrzunehmen. Ne? Da hat man natürlich schon Eindrücke gehabt in Situationen, in Unfälle zum Teil oder in Familiendramen, was da passiert ist, wo es den Menschen nicht mehr so gut ging und man an so einen Unfallort gerufen wurde und denen dann praktisch helfen konnte auch. Ja, und das war der erste Mal wieder den Eindruck, wo ich das gespürt habe, irgendwas ist da in mir, wo auch den anderen Menschen wieder helfen möchte, weiterzukommen. Genau, und dann ging das wieder ein paar Jahre und dann war eigentlich das, dass meine Gesundheit nicht mehr richtig da war. Auch den Sinn des Lebens habe ich eigentlich verloren gehabt. Und wenn man keinen Sinn mehr hat irgendwie, dann fällt einem auch die Kraft, dann wird es weniger. Die Energie hat sich zurückgezogen, mehr und mehr. Und mein Körper hat sich verändert. Also nicht mehr so
wie es eigentlich sollte. Mit 21 bin ich dann zusammengebrochen. Mein Rücken ging nicht mehr, war kaputt. Und ich habe mich noch 2 Jahre damit rumgekämpft. Es wurde ein bisschen besser, aber eigentlich war die Luft draußen. Und so wie es der Zufall wollte, habe ich von jemandem gehört in England, in dem Engelland, wie man schon auch sagt, ne? Und da hat was auf mich gewartet. Und wahrscheinlich war das schon vorgegeben, eine Vorsehung. Ja, und es sollte auch so sein, weil damals hat sich mein Leben komplett verändert, auf 180 Grad gedreht, von hinten nach vorne, von oben nach unten oder andersrum. Genau. Und was ich da das erste Mal wahrgenommen habe, ist wirklich Kraft, also Power, eine Heilkraft, die in uns steckt, eigentlich in jedem von uns. Ne? Und die war sowas von extrem, also ich dachte, das ist nicht von dieser Welt. Und genau diese Kraft, diese Power, die hat mich wieder zurückgebracht ins Leben. Ich habe die als Feuer wahrgenommen, als Hitze. Ich weiß heute, was es ist eigentlich. Ich bin ja auch Yoga-Lehrer, so habe ich mich auch in vielen Kulturen, in vielen Religionen dann auch weitergebildet, oder ich wollte wissen, was damals mit mir passiert ist. Auch im christlichen Glauben kennt man das Feuer, das ist sehr heilig, dieses Element. Und das war damals so dieser Moment, wo eigentlich dieses Feuer meine Seele gereinigt hat. Allen Ballast, wo da drauf war, alles Schwermütige, alles, was mich eingeschränkt hat, auch auf meinen Schultern lag, wo ich heute natürlich davon überzeugt bin, dass diese Last, wo auf meinen Schultern war, meine Wirbelsäule zusammengedrückt hat, so dass sie nicht mehr konnte, weil es einfach zu viel war. Und das ist natürlich heute auch meine Aufgabe, diese Last wieder von einem zu nehmen, so dass man sich wieder aufrichten kann, dass man wieder frei wird, dass man wieder zu sich kommt und das, was wir eigentlich sind, wieder richtig wahrnimmt und spürt. Wir sind das Leben, wir sind die Biologie, wir sind die Heilkraft, die ist in uns. Und ist natürlich nicht so als geistiger Heiler, dass ich meine Kraft immer nutze und die dann übertrage und dann nach 2 Monaten hat der Mensch dann keine Kraft mehr, dann muss er wieder kommen und nachtanken. Nee, klar, das Ziel ist natürlich so, dass ich ihn frei mache, dass ich den Weg zur Kraftquelle in uns, ne, wieder frei mache, sodass jeder wieder von sich schöpfen kann. Aus dem Ursprung, aus der Verbindung, wo wir eigentlich haben mit unserer Seele, weil da bekommen wir am meisten Kraft her von unserem Seelenfunken, von unserem Gottesfunken, der in uns ist. Und das ist natürlich das, wo ich weitergeben möchte, genau diese Kraft fühlbar zu machen, erlebbar zu machen. Und da werden wir dann am Ende noch hinkommen, wenn ich das Heilungsfeld heute öffne, praktisch die Öffnung zum Kosmos, weil diese Kraft werden wir nutzen, heute das Feld zu öffnen und durch uns strömen zu lassen. Und dann wirst du das selber erfahren, wie so eine Heilkraft wirken kann in deinem Körper, wie sich das anfühlt. Und ich bin mal gespannt, was sich so heute Abend dann alles noch zeigen darf und sich auch verabschieden darf. Natürlich alles, was man jetzt nicht mehr braucht, was in die Transformation gehen kann. Und wir jetzt für die nächste Zeit, für die Zeit, die kommen wird, wieder gebrauchen können. Wenn das freigesetzt wird und wir wieder so an unsere Fähigkeiten kommen. Genau. Und ja, dann gebe ich jetzt auch mal wieder weiter an den Mikkel und wir wechseln uns dann nachher wieder ab. Ich freue mich drauf. Okay, Mikkel, you can open your mic. Hallo. Ja, there you are.
Okay. Yeah. Now that you can continue again. Yeah. Oh, sorry. Achim also explained a little bit about his childhood and his past. Mm-hmm. Wunderbar, yeah. The spirit world, it's always around us. There's no such a way of looking at it as two different worlds. We're all intertwined. We're all connected. Die geistige Welt, die ist nie von uns getrennt. Also man kann nicht so einen Blick drauf haben, dass es hier sich um zwei unterschiedliche Welten handelt, sondern vielmehr sind wir eine Welt und wir sind miteinander verwoben. There's no such thing as us and them. Also es gibt nicht sowas wie wir und die. It's all together, we're all one. Es ist alles zusammen und wir sind alle eins. So, when somebody dies, wenn jemand stirbt, they don't all of a sudden become all-knowing, all-powerful. Dann ist es nicht so, dass die plötzlich allwissend werden oder allmächtig. They get a little better. Sie werden ein bisschen besser. It's like a 2.0 version of themselves. Also sie werden quasi die 2.0 Version von sich selbst, als sie am Leben waren. But if somebody was a complete idiot, nah, they're still going to be working on it. Also wenn jemand zu Lebzeiten ein völliger Idiot war und dann gestorben ist, dann muss er doch noch ein bisschen Arbeit reinstecken. What I mean by this is that we all go with our own personality. We don't become saints all of a sudden. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir sterben, dann nimmt jeder Einzelne von uns seine Persönlichkeit mit auf die andere Seite. Wir werden also quasi nicht sofort zu Heiligen durch das Sterben. And the spirit world will want to help us and will want to send us messages, how to improve our lives. Und die geistige Welt, die möchte uns Nachrichten übermitteln, die möchte uns dabei helfen, unser Leben zu verbessern. But of course, when we want to receive their messages, they may not be ready. They have also their own process, their own evolution. Und wenn es jetzt so ist, dass wir auf dieser Seite hier die Nachrichten empfangen möchten, dann sind die vielleicht noch gar nicht so weit, die Botschaften zu senden, denn auch die stecken in ihren eigenen Prozessen fest. Auch die haben ihre Dinge zu erledigen. Mm-hmm. So how you live is how you're going to die. Und so wie man lebt, so wird man letztlich auch sterben. And how you die with the consciousness that you have when you die. Und wenn man stirbt, das Bewusstsein, das man erreicht hat, zu dem Zeitpunkt, an dem man hinübergeht. That's how your afterlife is going to be, at least in the beginning, at least in the first few months, weeks. Dieses Bewusstsein, das man hat zu dem Zeitpunkt, zu dem stirbt, das gibt dann einfach auch nochmal vor, wie zumindest in der ersten Zeit das Leben auf der anderen Seite sein wird, die ersten Wochen oder Monate. There are different spheres, different locus. Also es gibt auch hier unterschiedliche Sphären, auch unterschiedliche Ebenen. Yeah, if we look at After We Die, What Then, the book by George W. Meek. Es gibt zum Beispiel dieses Buch Was Dann von Georg W. Meek. Yeah, we will be able to look into that in more in depth, in more in detail. Und da hat man dann zum Beispiel die Möglichkeit, sich das Ganze nochmal viel mehr in die Tiefe gehend anzuschauen, viel detaillierter. I will see how there are different spheres. Um einfach zu sehen, wie auf der anderen Seite tatsächlich unterschiedliche Kugeln, unterschiedliche Sphären sich befinden. Spheres and how these dimensions are interconnected, intertwined. Und wie diese Sphären dann auch wieder miteinander verbunden sind und miteinander verwoben sind. And depending on your awareness, depending on your consciousness, how you lived and how you died. Also immer abhängig von der eigenen Achtsamkeit, vom eigenen Bewusstsein, so wie man gelebt hat und wie man letztlich auch gestorben ist. You will go either to one or to another sphere. Abhängig davon geht man entweder zu der einen oder zu einer anderen Sphäre.
it's not good or bad. It's like a high school. There are different levels, there are different classes. Und das ist jetzt nicht etwas, was man damit gut oder schlecht bewerten kann. Es ist so, wie es unterschiedliche Schulen gibt und da gibt es in den Schulen unterschiedliche Unterrichtsklassen und so kann man sich das in der Analogie vorstellen. Ja, yeah, yeah, Analogie. It doesn't mean that one is better than the other one, but it means that we are all in a process, in an evolution. Das heißt also nicht, dass das eine besser ist als das andere. Das heißt einfach, dass wir alle in diesem Wachstumsprozess, in dieser Evolution begriffen sind. Ja, yeah. And in these spheres, there are spirit schools, spirit hospitals, there are places of rest. Und in dieser anderen Sphäre, da gibt es in der geistigen Welt Schulen, da gibt es Krankenhäuser, da gibt es Orte, wo man sich ausruhen kann. Nobody gets lost forever. Nobody stays without getting to the place of rest forever. Und niemand bleibt dort für immer. Also niemand hat die Möglichkeit, an diesen Orten, wo man sich ausruhen kann, für immer zu bleiben. But it's true that there are different ways and different paths to go into these spheres. Richtig ist aber, dass es unterschiedliche Wege und Pfade gibt, wie man in diese Sphären sich hineinbegibt. Before we die, there's a detachment that we undertake. Bevor wir sterben, gibt es eine Ablösung, die wir vornehmen. Detachment from our own self, from our own ego. Also wir lösen uns ab von unserem eigenen Selbst, von unserem Ego. From our possessions, from our relatives, loved ones. Von unseren Besitzungen, von unseren Verwandten, von den geliebten Menschen hier auf der Erde. We are getting ready to take off. Also es ist so, wie wenn wir uns darauf vorbereiten, abzuheben. On the plane, you have to put your luggage on top. Es ist genau wie wenn ihr ins Flugzeug einsteigt, dann müsst ihr euer Handgepäck eben auch oben in dem Gepäckfach verstauen. Yeah. So kann man sich's vorstellen. And there's only certain amount of weight that you can bring into the plane. Und ihr kennt das auch, im Flugzeug darf man immer nur eine bestimmte Menge an Gewicht im Handgepäck mitnehmen. Ja, yeah. And in the same way, when we take our last breath, there is only so much we can bring into the other world. Und genauso ist es auch bei uns, wenn wir den letzten Atemzug machen, gibt es nur eine bestimmte Menge an Dingen, die wir mitnehmen können in die andere Welt. Hatred, jealousy, envy, trauma. Hass, Eifersucht, Neid, Trauma, Drama. Ja, this doesn't have any place on the other side. All diese Dinge haben auf der anderen Seite keinen Platz. Actually, if you die in a traumatic way, it might be difficult for you to cross over to the other side. Tatsächlich ist es so, wenn man auf eine traumatische Art und Weise stirbt, kann es sein, dass man Schwierigkeiten hat, auf die andere Seite zu kommen. And like I said before, this process begins way before. Und das habe ich vielleicht auch schon erwähnt, dieses Prozedere der Vorbereitung, das beginnt lange bevor der eigentliche Tod eintritt. Yeah, and it's very much similar to what happens when we come to the earth, when we are born. Es ist ganz ähnlich diesem Prozess, wenn wir zur Erde kommen, bevor wir geboren werden. Just vice versa, you know, we're just exiting. Nur ist es eben jetzt umgekehrt, anstatt dass wir auf die Erde kommen, verlassen wir die Erde. And there are our relatives that are going to be waiting for us when we die. Und auf der anderen Seite wird es dann Verwandte geben, die auf uns warten, wenn wir sterben. This will happen even if it's a sudden death. The soul knows. Und die Verwandten holen uns auch dann ab, wenn es ein plötzlicher Tod ist, denn die Seele, die weiß um diesen Tod. You don't know it here, but the soul knows in here. Also kognitiv weiß man das nicht, aber die Seele im Herzen, die weiß Bescheid. Yeah. And if you were a very bad person, if you harmed a lot of people, if you were not very aware of the afterlife,
Und wenn du eine unbewusste Person warst, wenn du vielen Leuten Dinge angetan hast, wenn du keine Ahnung davon hast, dass es ein Leben nach dem Leben gibt, or if you were only driven by money, by greed, oder wenn du nur von deiner Gier nach Geld angetrieben wurdest, by envy, by jealousy, ne, von Gier oder Neid, you will take longer to go into the other realm. Auch dann wird es für diese Menschen oder wird es, je nachdem, wen das betrifft, länger dauern, in die andere Sphäre zu kommen. Because when you review your life, denn zu dem Zeitpunkt, wo dir dein Leben noch einmal, wo du dir dein Leben noch einmal anschaust, in the in-between process, also in diesem Prozedere, das zwischen den beiden Welten stattfindet, you will feel in yourself all the pain that you caused. In diesem Stadium wird man den Schmerz, den man anderen zugefügt hat, selbst erleben. Yeah, also if you were unaware of the afterlife, that might make it more difficult for you to go, because you will not recognize where you are. Auch der Umstand, wenn man über von dem Leben nach dem Leben nichts weiß, wird das Prozedere schwieriger machen, weil man gar nicht erkennen kann, wo man sich gerade befindet nach dem Tod. But never fear. Aber habt keine Angst. Our guides are here. Unsere Geistführer sind für uns da. And this is their mission. They'll come and help us. They're the stewardess. They're the pilot that will help us have a smooth flight. Das sind diejenigen, die dafür da sind, uns zu helfen, uns auf die andere Seite zu führen, unser Pilot zu sein, damit wir einen sanften, geschmeidigen Flug haben können. But of course, some fly business class and some fly economy class with no assigned seat. Aber auch hier bleiben wir in der Analogie. Einige von uns, die fliegen ganz normal Holzklasse, wie es so heißt, und andere Business Class, also erster Klasse. Yeah, so we don't always take the same path. Das bedeutet, dass wir nicht alle und immer den gleichen Weg nehmen. But we are all given the opportunity to get into the other realm. Aber uns allen wird die Möglichkeit gegeben, auf die andere Seite zu kommen. Because this is where we come from. This is our home. Also, denn die andere Seite, das ist der Platz, von dem wir kommen. Das ist unser Zuhause. We are not our body. We are not our minds. Wir sind nicht unser Körper und wir sind auch nicht unser Verstand. No, we're Satchitananda. Wir sind Satchitananda, the bliss absolute, divine spark. Die absolute Glückseligkeit, der göttliche Funke, das sind wir. We're going to see our mother, our father, we're going to reunite with ourselves. So yes, it's sad to let go of a loved one. Wir verbinden uns auf der anderen Seite wieder mit unserer Mutter, mit unserem Vater, mit uns selbst. Ja, natürlich ist das schwer, einen geliebten Menschen loszulassen. But on the other hand, think about the joy that they are going to feel when they are reunited with their mother, with their father, with their loved ones who passed away before them. Aber auf der anderen Seite, denk mal drüber nach, über die Freude, die Menschen, die uns verlassen, auf der anderen Seite erleben, wenn sie ihre Mutter wieder treffen, ihren Vater wieder treffen und all die Menschen, die vor ihnen schon auf die andere Seite gegangen sind. And this is a gift from God. Und das ist ein Geschenk Gottes. To really know that there's only today, that there's no tomorrow, that you better do what you came to the earth to do today. Ein Geschenk Gottes zu wissen, dass es nur den heutigen Tag gibt, da ist vielleicht kein Morgen. Und deshalb, alles, was ihr heute erledigen wollt, tut das, macht das. Yeah, because we don't die. Und wir sterben nicht. Some people who have caused a lot of suffering and pain. Manche Leute haben vielleicht wirklich sehr viel Schmerzen und Leiden verursacht. And some people who have been very controlling, very commanding. Manche Leute waren vielleicht sehr kontrollierend, haben viele Leute herumkommandiert. Undergo a process of being sick for a long time in the bed and having to rely on other people to help them.
Und manche sind vielleicht vor ihrem Sterben bettlägerig, haben lange Zeit an einer Krankheit gelitten, lagen hilflos im Bett und waren auf die Hilfe von anderen angewiesen. I recently had a reading, and this girl was communicating with her father in heaven. Ich hatte letztens zum Beispiel eine Lesung, da war dieses Mädchen, die hat mit ihrem Vater im Himmel kommuniziert. Asked me, please ask my father, why did he suffer for such a long time? Und sie bat mich, den Vater zu fragen. Sie sagte, bitte frag meinen Vater, warum er für so lange Zeit gelitten hat. For over a week he suffered. Über eine Woche hat er gelitten. Why was it so difficult for him to let go? Und die Frage war eben, warum war es für ihn so schwer loszulassen? And the father, und der Vater, he replied that he had been a fierce hunter. Und der Vater hat seiner Tochter geantwortet, dass er ein sehr grausamer Jäger war. That he killed deer and birds and pigeons and boars. Er hat also Wild und Tauben und Geflügel, also insgesamt Rotwild, sehr viel erlegt. And he took pleasure. He enjoyed it. Und der Vorgang des Tötens, daran hat er sich erfreut, das hat ihm Spaß gemacht. So for the entire week before he left his body, he was suffering the pain he caused to all these animals. Und in der Woche, bevor er dann hinübergegangen ist, hat er gelitten für all die Schmerzen, die er diesen Tieren beigebracht hat. And this is a great lesson to humanity, because only when he was able to forgive himself. Und das ist eine ganz große Lektion für die Menschheit, nämlich erst zu dem Zeitpunkt, wo er in der Lage war, sich selbst zu vergeben. And he was able to plead for forgiveness to the divine. Also er war sozusagen dann in der Lage, die Göttlichkeit, Gott, um Verzeihung zu bitten. Understanding that those animals he killed are really our brothers and sisters. Und konnte in dem Moment verstehen, dass die Tiere, die er getötet hat, wirklich unsere Brüder und Schwestern sind. Was he really able to let go and go in peace? Und erst in dem Moment, wo er das verstanden hat, da war er wirklich erst in der Lage, loszulassen und in Frieden zu gehen. And some people do that process after they die. Und manche Menschen, die gehen durch diesen Prozess erst, nachdem sie gestorben sind. But can you imagine how horrible it must be for those people who kill for pleasure, who organize wars, who rape people, who abuse others just because they can? Und könnt ihr euch vorstellen, wie grausam dieser Vorgang für Menschen ist, die anderen Gewalt antun, die andere missbrauchen, die andere zum Beispiel vergewaltigen oder ihre Macht ausüben, nur weil sie es können? There's really no running away from who you are, because wherever you go, there you will be. Und das ist das, was ich meinte, als ich gesagt habe, egal wo du hingehst, dich selbst nimmst du dorthin immer mit und da bist du dann auch. So let's all learn about spirit, let's all learn about healing, let's all learn about prayer. Lass uns nochmal über die geistige Welt etwas lernen, über die Heilung etwas lernen, über das Gebet. Because this is truly the only way to bring peace into the earth. Das ist also tatsächlich der einzige Weg, wie wir Frieden auf diese Erde bringen können. Yeah, so thank you. So now Achim can continue, I think. Vielen Dank. Dankeschön. Der Achim macht weiter. Mikrofon kaputt. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Michael, für deine tollen Impulse. Ja, da war viel, viel dabei, ne? Das müssen wir jetzt zuerst mal erarbeiten, aber es ist gut, dass es doch ein Video gibt, eine Aufzeichnung, weil immer wieder, wenn man die Aufzeichnung nochmal anschaut, dann hört man wieder was Neues. Ne? Also alles können wir heute Abend gar nicht verarbeiten. Und ich spüre auch jetzt, wie die Kraft sich mehr und mehr aufbaut, ne? Weil klar, wir
Reden, die Stimme ist Schwingung und auch durch unsere Stimme wird Schwingung übertragen. Das Hi-Fat baut sich auf und wir werden jetzt dann schon, oder wir sind eigentlich schon mitten in der Heilung, aber werden noch mehr darauf vorbereitet, dann in das Heilungsfeld einzutreten. Und was ich gerade noch ein bisschen rausnehmen möchte, Michael hat vorher erzählt von den auch Krankenhäusern, die es da gibt, auf der geistigen Ebene, na, nicht nur hier auf unserer dritten Dimension, auch auf den nächst höheren astralen Ebenen. Und da ist es ja eigentlich genau da, wo wir zu meiner Arbeit dann hinkommen mit der geistigen Chirurgie, weil diese Geistführer, die mit mir zusammenarbeiten, da habe ich noch einige an der Hand, die durch mich wirken und das sind eben solche geistigen Ärzte. Und es ist ja spannend, warum sind die jetzt auf dieser astralen Ebene geistige Ärzte? Das ist meistens so, weil sie auch hier ein Leben mal gehabt haben. Ein menschliches Leben. Die wissen genau, was wir Menschen hier erleben, was wir durchmachen. Schöne Zeiten, aber auch weniger schöne Zeiten, klar, das ganze Leben lang. Und diese Geistführer, die unterstützen mich in den geistigen Operationen. Und so wie sie früher schon ein Leben gehabt haben als Mensch und meistens dann auch Ärzte waren, sehr spezialisierte Ärzte, so sind sie das in der höheren Ebene immer noch, also wo sie jetzt gestorben sind. Und meine Aufgabe als Medium auch, ne, also ich bin Heiler, aber auch ein Medium, so wie natürlich die Michael Medium ist, aber auch Heiler. Das geht nicht ohne. Der eine macht immer das eine, was der andere auch macht. Bei mir ist wahrscheinlich, ich baue zuerst mal die Kraft auf, ich lasse zuerst mal die Kraft wirken. Und das passiert dann, Michael, er fragt zuerst mal nach, wo es klemmt und nimmt dann seine Kraft, genau. Ja, was ich manchmal überlegt habe, mein Job finde ich doch viel, viel besser, weil ihr könnt es euch selber mal überlegen, ein Medium, sage ich mal, oder ich sage mal ein Heiler, der 50% heilt von den Krankheiten. Na, das ist, glaube ich, schon ein guter Heiler. Gut, aber ein Medium, das 50% von dem alles, von den ganzen Botschaften übermittelt, die richtig sind, naja, das ist schon nicht so ein gutes Medium. Von dem her finde ich den Job als Heiler schon ein bisschen einfacher. Naja, gut, okay. Ja, und mir fällt da auch ein Buch ein, das ich gerade mal in den Chat schreiben möchte. Das heißt Nosolar von Chico Xavier, ein britisches, brasilianisches Medium, sehr gutes. Das heißt Unser Zuhause auf Deutsch, ist deutsch übersetzt worden. Und da gibt es sogar einen Film drüber, Astral City. Und da ist es genau beschrieben worden, wie jemand stirbt, auch ein Arzt. Tatsächlich und der auf der geistigen Ebene dann auch als Arzt weiterarbeitet und den Menschen so hilft und sich natürlich weiterentwickelt. Es ist immer so, dass die Spirits, die Geistführer sich weiterentwickeln, indem sie uns auch unterstützen hier. So können sie auch noch mehr auch ihr Karma, sage ich mal, ein bisschen verbessern, sich weiterentwickeln und auch neu dazu lernen, weil bei mir war das schon auch sehr eindrücklich, wo wir dann diese Situation gehabt haben vor ein paar Jahren mit dem Corona. Da wussten wir ja auch nicht, wie man mit dieser Krankheit umgeht und mit allem anderen, was da auch dazugehört. Und da konnte ich das sehr gut wahrnehmen, wie sich auch meine Geistführer neu eingestimmt haben auf dieses, was da neu kam, die neuen Krankheiten oder was da auch sonst noch dazugehört. Und es hat ein bisschen gedauert, aber relativ schnell hatten sie dann den Trick auch raus, wie man das beheben kann oder wieder in die Heilung bringt. Ja, genau. Das war schon sehr interessant. Ja, und klar, was noch sehr eindrücklich war bei dem Vortrag, bei dem Talk von Michael, ist einfach das Loslassen. Ne? Das ist eigentlich das, was uns belastet, weil wir eigentlich nicht loslassen. Das wäre manchmal so einfach. Einfach hingeben, einfach loslassen. Und so habe ich auch meine Erfahrungen gemacht,
gerade natürlich, man kann es verstehen, diese Situation, wo wir erlebt haben im Leben, wo wirklich schmerzhaft sind, wo nicht einfach sind, ein emotionaler Schmerz, körperlicher Schmerz zum Teil, gedanklicher Schmerz, wenn der so hängt bei uns, da drüber zu gehen und diesen Schmerz loszulassen, das ist manchmal nicht einfach. Und da möchten wir uns, wir dich eigentlich auch oder die Menschen dann unterstützen, dass wir dieses einfacher machen. Ne? Also ich mache das, indem ich ein Feld erzeuge oder sag mal die Dimension ein bisschen verschiebe, weil dieses Leid, das wir eigentlich ertragen, das gibt es vor allem nur hier auf dieser dritten Dimension, in der Dualität. Weil, sagst du natürlich schon auch, die Dualität, wo wir hier sind, da gibt es beides. Da gibt es immer eine andere Seite. Ne? Gibt es oben, gibt es unten, links, rechts, kalt und warm, vorher und nachher. Und je mehr wir in den Dimensionen aufsteigen, letztendlich gibt es irgendwann nur noch das eine. Und da gibt es dann auch keine Schuld mehr. Da gibt es da gibt es kein Gestern und kein Morgen. Da gibt es nur noch das Jetzt. Und wenn wir mal mehr und mehr in diese Ebenen eintauchen, da fällt es uns dann sehr, sehr einfach loszulassen und diesen Schmerz wieder umzuwandeln in Freiheit, in Frieden. Und wenn wir das geschafft haben, diesen Schmerz umzuwandeln, zu transformieren in Frieden, dann ist diese Spannung raus und dann wirkt es auch nicht mehr. Dann sind wir eigentlich frei. Genau, und da freue ich mich nachher, in das Heilungsfeld einzutauchen. Ich bin mal gespannt, was für ein Heilungsfeld die Spirits heute vorbereiten. Ich glaube mal, das wird kurz und knackig werden. Ja, also ich muss eine Warnung noch vorher rausgeben, weil es kann sich tatsächlich was verändern und die meisten nehmen auch richtig was wahr. Ne? Das ist nicht nur so, dass wir jetzt kurz meditieren und dann vielleicht ja, ist was passiert oder ist nichts passiert. Also bei meinen Heilabenden oder bei meinen Heilzirkeln, da arbeitet schon eine richtig starke Kraft, da wird was entfacht und es kann sein, dass du das auch körperlich spürst. Wärmer wird oder kühler wird oder kribbelt, zeigt eigentlich davon, dass die ganzen Chakren aufgehen, ne? Dass wir frei werden, dass die Wirbelsäule sich wieder aktiviert. Und es könnte auch sein, dass sich manchmal Schmerzen in dem Moment ein bisschen verstärken, dass so eine Heilreaktion kommt, so eine Art von Erstverschlimmerung. Muss nicht sein, aber es könnte sein, deswegen sage ich das einfach. Es wird auch jedes Mal anders wirken, weil jedes Problem anders ist. Ne? Und klar, die sind ja unsere Helfer, unsere Spirits, unsere Wesenheiten. Die haben das ja für jeden vorbereitet und ist natürlich nicht nur so, dass es meine Spirits sind oder Michael seine Spirits, die dann nachher auch wirken, weil deine sind natürlich auch dabei und die ergänzen sich, ne? Die tauschen sich aus, weil deine Spirits und deine geistigen Helfer, die kennen dich, die sind ja schon lange bei dir, die wissen genau, wo deine Probleme sind, wo es hängt, wo die Blockade ist und die tauschen sich nachher aus, sodass es nachher ganz gut funktionieren kann und wir nachher nach diesem Abend auf jeden Fall ein Stück freier sind wie vorher. Ich kann es natürlich jetzt nicht versprechen, dass jetzt gleich eine geistige Operation geschieht, dann vielleicht ein andermal, genau, aber es könnte sein, ja. Okay, eine spannende Frage, was eigentlich zu dem Thema passt, habe ich vorher noch mitgelesen, was passiert eigentlich, wenn jemand Suizid begeht oder ja, sich das Leben nimmt. Also ich nehme das immer so wahr, eigentlich, das geht nicht um das Leben zu beenden. Das Problem ist, in was für einer Verfassung man ist. Na? Und eigentlich jeder, wo das macht, der ist natürlich in keiner so guten Verfassung. Na? Manchmal in so einer Depression, manchmal wirklich im Schmerz. Er weiß nicht mehr weiter. Und eigentlich ist das Problem, weil das
nehmen wir nachher weiter mit, wenn wir das schaffen würden, frei in Frieden zu gehen, loszulassen, dann würden wir eigentlich auch wieder so frei wieder zurückkommen oder auf dieser Ebene dann sein, wo wir dann nachher auch hingehen. Also ist es natürlich schon so, deswegen heißt es ja auch manchmal, manche erzählen das ja auch in den spirituellen Richtungen so, sterben, um zu leben, ne? Dass man zuerst mal wirklich durch den Tod geht, um dann wirklich wach zu werden und frei zu werden. Und so ist es natürlich auch, wie wir hier auf diesen Planeten gekommen sind oder jeder normale Vorgang, wie man hier ankommt. Das Erste, was wir machen, bewusst, wir werden einatmen. Wow, und dann ist das Leben in uns drin. Ja, wir nehmen diese Kraft auf, diese Power, dieses Prana. Mit dem ersten Atemzug kommen wir hier an, auf diesem Planeten. Und klar, das machen wir dann das ganze Leben lang, bis wir irgendwann mal uns bereit machen. Und das kann sein, wie wir auch schon erzählt haben, die anderen brauchen ein bisschen mehr Vorbereitung, die anderen ein bisschen weniger. Und dann geht es eigentlich darum, auszuatmen und loszulassen. Und wenn wir das auch bewusst machen können, loszulassen, in dem Frieden zu sein, alles abzugeben, dann werden wir ganz anders diesen Übergang auch machen können, frei sein. Und eigentlich ist es so einfach, loszulassen, abzugeben. Und ich denke mal, um das geht es auch, die Tage, wo wir dann zusammen sind in Frankfurt, dass jeder frei wird, dass wir wirklich wieder das Leben spüren in uns auch. Nicht das Leben draußen, das wird sich vielleicht nicht verändern, aber das Leben in uns, dass wir wieder diese Lebendigkeit bekommen, diese Kraft auch, diese Klarheit im Kopf, dass wir das wieder betrachten, wer wir überhaupt sind, was wir überhaupt sind und was das Leben auch ist und eigentlich dann auch dieses Geschenk, das wir bekommen haben mit dieser Inkarnation, wieder auch begreifen. Und ich denke mal, wenn wir so weit sind, dann ist man dann automatisch auch wieder aus dieser Depression raus, ne? Weil wir brauchen was, wir brauchen irgendwas, was wir machen können, ein Hobby. Ne? Und mein Hobby ist es eigentlich heute, das Leben, das ist mein großes Hobby, das Leben zu erleben, zu erkennen und zu fühlen, genau. Und das macht mir eigentlich auch heute Spaß, das den Menschen dann auch wieder mehr beizubringen oder weiterzugeben. Okay, danke. Oh, dann komme ich mal hier mit ins Bild hinein und nehme auch noch den Mikkel kurz hinzu. Jetzt seht ihr uns zu dritt, wenn ihr uns als Speaker eingeschaltet habt. Ja, vielen Dank für eure beiden Beiträge. Thank you, Mikkel, also for sharing your insights this evening. And before we now switch into the healing field, I think we just say a few words about the program you are planning. What do you think? Huh? I let you say first something. Yeah. Wunderbar, I think it's great. You know, healing is also part of what we call spiritual healing and part of mediumship. Also vielen Dank, dass ich hierzu noch etwas sagen kann. Heilen, das ist ja auch Teilen, das, was wir spirituell arbeiten nennen. Und Heilung hat auch etwas mit Medialität zu tun. That's what we call the gift of spirit. Das ist das, was wir das Geschenk der geistigen Welt nennen. A spirit comes to us and they communicate with us through different gifts. Die geistige Welt kommt zu uns und sie kommuniziert mit uns durch unterschiedliche Gaben. And mediumship is one, but also healing is one. Die geistige Welt ist das eine, yeah. Aber das Heilen ist eben auch, das steht auch für sich. Yeah, and so this is a great opportunity to see us work together, bring these gifts together.
Und das ist jetzt natürlich eine wunderbare Gelegenheit für den Achim und ich, einerseits die Medialität und andererseits diese Heilung zusammenzubringen und hier zusammenzuarbeiten. And really be able to guide you into a very unique experience where you will receive your own healing, but also a message. And you will learn to bring this to. Und das wird für euch eine ganz einzigartige Erfahrung werden, wo ihr einerseits eure eigene Heilung erfahrt und gleichzeitig auch noch eine Nachricht erhaltet. Und wir beide führen euch dadurch. Und ihr könnt noch lernen, wie ihr selber Nachrichten bekommen könnt. So, I'm very honored to be part of this program and I'm glad and really proud that you guys decided to join us and help us out. So really don't miss out because it's a once in a lifetime opportunity. Es ist mir wirklich eine Ehre, Teil dieses Programms zu sein. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, versäumt es nicht, denn ich glaube, das, was wir da im Juli vorhaben, ist eine einmalige Gelegenheit. Ja, danke schön. Thank you, Michael. And now we switch to Achim. Achim, bevor wir jetzt in deinen Heilkreis einsteigen, vielleicht noch ein Ausblick kurz auch auf die gemeinsame Woche mit Michael von deiner Seite. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin auch wirklich, ich freue mich sehr drauf und bin auch stolz darauf, dass wir das miteinander machen können. Und ich denke mal, das geht auf jeden Fall halt auch darum, weil was ich eigentlich in den ganzen Jahren gelernt habe, ich habe ja viele Lehrer auch auf der ganzen Welt besucht, Heilige, Erleuchtete, Heiler, Medien, überall. Und ich glaube, was ich ganz gut kann, das ist die Menschen zu beobachten. Und ich habe immer beobachtet, wie sie sich verhalten während der Heilung, während der Botschaft oder wie sie so sind. Ne? Und das Da habe ich mir sehr, sehr viel rausgenommen und glaube selber auch einen Zugang bekommen. Und ich denke mal, das wird auch das, was dieses Wochenende oder diese Woche sehr speziell macht, diese Herangehensweise, auch die Herangehensweise, wie der Michael mit seiner geistigen Welt kommuniziert oder wie ich mit meinen Helfern kommuniziere und einfach diese höhere Dimension hier runterzubringen und jetzt nicht irgendwie das hier oben oder wir hier unten oder ich glaube, wir gehen da beide wirklich so mit dieser geistigen Welt um und mit unseren geistigen Helfern, wie es eigentlich auch sein sollte, ne? Ganz offen, ganz bodenständig. Nicht irgendwie abgehoben. Und ich glaube, so kann man die Leute dann auch am besten erreichen, weil wir wollen ja auch die Leute dann erreichen und die Leute dann verändern. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie wir das dann zusammen hinbekommen. Und ich denke mal, aus den Erfahrungen ist es schon so, nach so einem Wochenende, nach so ein paar Tagen oder wenn es auch nur eine Veranstaltung ist, da gehen die Menschen ganz anders raus, wie sie reinkommen, verändert, frei. Und ich glaube, man kann es jetzt schon spüren. Ne? Also wenn ich jetzt mal in dieses Feld reinspüre, dann kannst du es selber mal machen, vielleicht auch die Augen schließen. Ja, was spürst du? Ne? Spürst du einen Frieden? Spürst du das Angekommensein? Spürst du bei dir zu sein? Eine Harmonie mit dir, mit deinem Körper, mit deiner Seele. Und ich denke mal, wenn das schon an dem Abend so spürbar ist, dann wird es noch auch vor Ort natürlich noch mal eine Steigerung auf mehr. Jeden Fall nicht weniger sein, möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Oh nein. Ja, wir freuen uns riesig, dass das jetzt schon bald kommt. Es sind hier einige Anfragen gelandet im Chat. Wann ist das Ganze? Also ein Highlight ist auf jeden Fall die Spirit Night. Das ist am 8. Juli. Ich habe den Link gerade reingegeben in unseren Chat. Das wäre aber nur dieser gemeinsame Abend. Also das, was ihr heute erlebt habt, nur eben jetzt praktisch noch mehr ausgeübt. Das könnt ihr an diesem Abend vom 8. Juli erleben und könnt nur Tickets auch für dieses Event auf jeden Fall gleich bestellen.
Was dann am Wochenende kommt, ist ein Paket, wo die beiden sich abwechseln und manchmal auch gemeinsam sind. Das müsst ihr aber alles nachlesen, das ist jetzt zu ausführlich zu beschreiben. Aber nicht nur das, auch Achim Solo und Miguel Solo werden in einer kompletten Woche zu erleben sein. Also wir haben die alle in Frankfurt hier, alle beide in Frankfurt hier live zu erleben. Das wird nicht gestreamt, das wird nicht aufgezeichnet. Jetzt müsst ihr mal wieder kommen und euch in die Arme nehmen lassen und in die Augen schauen lassen. Und die Herzen wollen sich hier vor Ort verbinden. Und das ist also ein Höhepunkt im Sommer zur Mitte dieses Jahres, den ihr euch bitte nicht entgehen lasst. Wenn ihr irgendwie kommen könnt, macht es auf jeden Fall möglich. So, jetzt wollen wir in die Abschlussrunde. Miguel, now Achim is going to start with the healing field. And I think as we are wanting to end with this energy in the silence, maybe you say the last few words. Wir enden ja mit Achims Heilungsfeld und gehen dann langsam raus in den Abend in der Stille. Deswegen ein letztes Wort jetzt noch von Miguel, ein kleines Abschiedswort. Yeah. Well, I just want to thank everybody again for being here tonight. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, dass ihr heute Abend da wart. Of course, our beautiful Silke. Natürlich auch bei der schönen Silke. Achim, for teaming up with me. Und auch beim Achim, dass sich mit mir zusammengetan hat. And the Frankfurterin to be the visionary to organize this. Und natürlich beim Frankfurter Ring, der hier in der Person von Britta als Visionär fungiert hat, damit das überhaupt stattfinden kann. Ja, and you are here because you received a call in. Your soul has called you to come over and you replied to the answer. Und jeder von euch ist da, weil eure Seele einen Ruf bekommen hat, heute Abend hier zu sein. Und alle, die da sind, sind diesem Ruf gefolgt. So just be open with an open mind and an open heart. Bleibt also offen, behaltet euch ein offenes Herz und einen offenen Verstand. To receive the guidance you need. Damit ihr die Führung, die ihr braucht, bekommen könnt. Danke. Vielen Dank. Okay, so Achim, jetzt können wir uns alle vorbereiten für die abschließende Meditation mit dir. Macht es euch bequem, holt euch vielleicht noch was zu trinken, dass ihr Wasser habt. Und alles andere könnt ihr jetzt getrost dem Achim überlassen. Er führt euch ins Paradies. Ja, danke, liebe Britta, auch noch, weil das war deine Idee, uns zusammenzubringen. Ne? Und das hat mich doch sehr gefreut dann, wo wir uns das auch das erste Mal getroffen haben und überlegt haben, was wir machen können. Und ja, danke nochmal für diesen Impuls und das, was dann daraus jetzt wachsen kann. Genau, und jetzt darfst du dir eigentlich jetzt eine schöne Zeit gönnen. Du brauchst jetzt nichts mehr machen, das ist mein Job. Ich kümmere mich darum. Du kannst dich jetzt gerne hinsetzen oder auch hinlegen, wenn es geht. Die Augen schließen dann und einfach ankommen. Ich mache noch eine kurze Einführung. Ich habe mich vorher noch ein bisschen eingestimmt, auch im Austausch mit meinen Spirits, mit meinen Geistführern. Und es wird jetzt ein bisschen, kurz werden. Ich denke mal so 15, 20 Minuten werden auch reichen, aber dafür hochenergetisch, auch vitalisierend. Ich hoffe mal, du kannst dann noch gut schlafen in der Nacht. Wenn nicht, brauchst du den Schlaf wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann bin ich auch gespannt, wie die Rückmeldungen sind, oder vielleicht könnt ihr das auch in den Chat reinschreiben, auch nachher auf YouTube, auf dem YouTube-Video, was es danach, einen Tag danach macht, wie es euch ergangen ist, ob irgendwas passiert ist, ob sich was verbessert hat und oder was du gespürt hast. Ja, genau. So starten wir gleich. Du kannst dir jetzt einfach noch mal
ankommen hier, nochmal die Füße spüren, den Boden spüren, die Erde, weil bevor wir nach oben gehen, wollen wir uns auch zuerst mal erden, dass wir stark sind, dass wir mit der Erde verbunden sind und einfach mal natürlich und gemütlich atmen, einatmen und ausatmen. Ich werde es nachher in der Stille auch verbringen. Ich werde dann irgendwann mal ruhig sein, auch mit geschlossenen Augen meditieren und dann lassen wir diese Heilkraft, dieses Heilungsfeld einfach wirken und tauchen da ein. Und dann, wenn wir wieder zurückkommen, werde ich dreimal umsingen, dass wir langsam wieder zurückkommen und wieder sicher hier landen. Okay, dann spüre ich nochmal rein. Ja, es geht jetzt gleich los. Das Heilungsfeld baut sich auf, nicht nur bei mir hier, auch bei dir direkt, wo immer auch du bist, in dem Raum, in dem Zimmer. Und so wird jetzt der ganze Raum geflutet. Das Tor zum Kosmos wird geöffnet, sodass wir jetzt die kosmische Energie einladen können, hier zu wirken, uns zu reinigen, uns frei zu machen, zu energetisieren und Heilung zu erfahren, Verjüngung und einfach Freiheit, dass Blockaden gelöst werden, die uns momentan im Wege stehen, auch irgendwas zu erreichen, frei zu sein, gesund zu sein, unseren Lebensplan zu gehen oder so, dass wir jetzt einfach auch materiell die Freiheit bekommen, und ein gutes Leben, ein von Gott bestimmtes Leben, das unser Geschenk ist, zu haben und zu bekommen. Spürst du jetzt wahrscheinlich auch, wie die Kraft sich von Boden aufbaut, vielleicht über die Füße, die Waden und die Knie, Oberschenkel bis zu den Hüften. Und wir so jetzt langsam eintauchen in diese Schwingung. Denn überall, wo Schwingung ist, ist Bewegung. Überall, wo Bewegung ist, ist Leben. Wir sind das Leben. Wir sind die Gesundheit. Und so dieses Feld sich weiter ausbreitet, die Hüfte, das Becken, die Unterarme, Oberarme, dass der ganze Oberkörper jetzt auch eintaucht, die Schultern, der Nacken, der ganze Kopf umgeben ist von dieser Kraft, von diesem Leben. Und diesem Licht und wir nun komplett eintauchen, dieses Licht uns durchdringt und jede Zelle unseres Körpers wieder mehr Freiheit schenkt und bringt, mehr Leben, mehr Energie, sodass sich alte, verbrauchte Zellen jetzt verabschieden können und neue Gesunde wieder geboren werden. Können wir uns jetzt einfach die nächste Zeit reinigen, uns eine schöne Zeit nehmen, es genießen und frei werden. In der Ruhe, im Jetzt, in der höheren Dimension. Wo jetzt einfach das Höchste, das Göttliche wird. Und wir jetzt eintauchen
Ganz hoch, wieder ruhig und tiefer einatmen. Einatmen, neues, frisches Prana, Energie, Kraft einatmen. Und alles Verbrauchte jetzt nochmal ausatmen, alles, was ich lösen durfte. Alles, was gehen durfte. Und mit dem Einatmen das Leben spüren, die Kraft, die Gesundheit. Und mit dem Ausatmen das Loslassen, abgeben und freimachen. Kannst du auch jetzt langsam wieder deine Finger, deine Zehen bewegen. Die Erde spüren, den Boden spüren. Dich nochmal auch energetisch verwurzeln, verbinden mit der Erde. Und so war das jetzt noch kurz, aber täusch dich nicht. Noch stark. Es wird auch die Nacht weiter wirken, nächsten Tage, dieses Heilungsfeld, in dem wir jetzt auch sind, der Verbindung, den geistigen Helfern, den Spirits und den geistigen Ärzten. Kann sein, dass du anders träumst heute Nacht, vielleicht tiefer schläfst. Oder weniger schläfst. Es kommt einfach von Transformation. Okay, super. Dann ja, möchte ich mich auch nochmal bedanken für dein Interesse, auch für deine Zeit, die du dir genommen hast. Für dich natürlich auch. Und ja, schön. Vielen Dank für die Nachrichten. Jemand war sehr kribbelig, beim anderen warm, extrem stark und heißer. Ja, und es wird noch weiter gehen. Ja, so freue ich mich dann auf ein Wiedersehen. Irgendwann, wenn es passend ist. Vielleicht dann auch in Frankfurt oder woanders. Und ich wünsche dir schon mal schönen Abend und viel Freiheit und Freude im Leben und eine schöne Zeit. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite, vom Frankfurter Ring, und für euer hier dabei sein, für die Zeit miteinander und das Kreieren dieses gemeinsamen Heilfeldes. Ja, da bleibt nur noch der Dank und die Hoffnung, dass wir das hier fortsetzen können, bald mit euch gemeinsam. Und die Aufzeichnung
wird morgen Abend kommen. Dann werdet ihr sicher noch mehrfach genießen können. Gut, also dann bis zum nächsten Mal und hoffentlich bis in Frankfurt. Adieu, bye bye. Danke.